Mahlzeit, herzlich willkommen beim Review Video Magazin und einem neuen Video unsererseits. Wir sind im Ravensburger Spieleland und stehen gerade in der Achterbahn Gravitrax oder Gravitrax, die neue Achterbahn oder auch Kugelbahn des Parks, und die stellen wir euch jetzt ein bisschen näher vor. Ja, jetzt seht ihr hinter mir die Achterbahn Gravitrax, und das Ganze ist keine Achterbahn, sondern eine Kugelbahn und bezieht sich auf das, ich glaube, es ist auch von Ravensburger, das Spiel Gravitrax, wo man selber Kugelbahnen bauen kann. Und das ist ja hier im Park so, dass immer die Attraktionen Spiele abbilden oder das Thema eines Spiels haben. Wir haben euch ja schon mal sehr ausführlich Kakerlakak gezeigt, was ich sehr, sehr cool finde, wo der Wartebereich schon quasi das Spielbrett ist mit den verschiedensten Sachen, die man da verstellen kann. Da möchte ich jetzt gar nicht so weit drauf eingehen. Auch eine Anlage von Esprit Visa Video verlinke ich euch hier oben gerne mal. Hier im Park gibt es zum Beispiel auch, ich glaube, das heißt das Nilpferd in der Achterbahn, das Spiel. Und das ist hier ein Wasserrondell. Keine Achterbahn, schade. Auf jeden Fall soll es ja heute um diese Bahn gehen. Das Ganze ist, wie gesagt, eine Achterbahn von SBF Visa aus Italien. Link hier oben zum Werk. Da könnt ihr euch angucken, wo und wie diese Sachen gefertigt werden. Und zum Beispiel auch die Ringe für die Überschlagsgondeln. Da sind wir auch schon beim Thema. Das Ganze ist ein sogenannter Mixed Coaster. Bedeutet, ihr könnt verschiedene, oder nicht ihr, es bedeutet, es sind verschiedene Arten von Gondeln miteinander gemischt in einem Zug. Wir haben einen 5-Wagen-langen Zug hier. Da gibt es dann direkt 3 Spinning-Gondeln und 2 Looping-Gondeln. Außerdem gibt es 2 Anstehbereiche. Einmal für die Spinning-Gondeln der blaue Anstellbereich und einmal für die Looping-Gondeln der rote Anstellbereich. Die Spinning-Gondeln könnt ihr schon ab einer Körpergröße von 1 Meter fahren in Begleitung eines Erwachsenen. Und mindestens 4 Jahre war das, glaube ich. Und ab 1,20 Meter könnt ihr das Ganze dann sogar schon alleine fahren. Für die Looping-Gondeln muss man aber mindestens 1,30 Meter groß sein. War das 30? Ich habe 1,30 Meter gesehen, ja. Aber dann ist 1,30 Meter die Mindestgröße bei den Looping-Gondeln. Ich habe es auch gerade nochmal eingeblendet, falls ich es jetzt nicht mehr richtig im Kopf habe. Aber wir drehen das Ganze hier oben, weil es da unten ein bisschen lauter natürlich ist. Und ja, dann gibt es 2 Looping-Gondeln. Es könnten auch auf so einem Mixcoaster normale Gondeln verbaut werden, wo man normal drin sitzt. Und die Frage, machen wir jetzt weiter oder ist das zu laut? Das ist wahrscheinlich zu laut. Wir warten eine Runde ab und dann erzähle ich weiter. Wir sind beides natürlich gefahren, Spinning-Gondeln Standard, wie man es kennt. Und die Überschlaggondeln haben wir euch auch schon mal hier auf dem Kanal gezeigt. Wir haben euch auch schon, das dritte Video, auf das ich noch verweise, ein Video mitgebracht, wie so eine Gondel das erste Mal überhaupt in Betrieb genommen wird und installiert wird in einem Freizeitpark. Könnt ihr euch gerne mal hier angucken. Auf jeden Fall, die Überschlaggondeln hatten jetzt das Problem in der einen Kurve, bevor es zum Überschlag kommt. Da wurde man schon ordentlich nach links und rechts ein bisschen geschleudert und geschlagen. Fand ich jetzt nicht so angenehm, habe ich jetzt anders erwartet. Aber ansonsten fühlt sich das Ganze auch ganz gut. Und ihr seht ja, es ist ein bisschen anderes Layout. Ihr fahrt ein großes Oval quasi mit mehreren Hügeln und auch ein bisschen Banking mit drin, das ist ganz cool. Und die Stützen sehen auch nicht so aus, wie ihr vielleicht die meisten Stützen kennt. Geht ihr nicht das Rolle hoch? Und zwar sind das die sogenannten Bow Supports, also BOW Supports von SBF Visa, die hier verbaut wurden, die aber auch nochmal ja umbaut sind mit Thematisierung, damit das Ganze so aussieht wie bei einer Kugelbahn, weil das ja immer noch ein Gravitrax thematisiertes Fahrgeschäft ist. Noch zu den Überschlaggondeln muss man sagen, es hat heute geregnet, als wir hier angekommen sind, dann sind wir direkt die erste Fahrt gefahren und dann war es alles noch zu nass, wir haben uns nicht überschlagen. Dann gab es so 3-4 Fahrten mit anderen Gästen. Und dann haben wir gesehen, ah, jetzt läuft es. Dann war nämlich der Track trocken gefahren, dann sind wir auch nochmal gefahren. Und wir haben es sogar geschafft, dass wir uns in 2 der 4 Runden waren es, glaube ich, auch 2-mal überschlagen haben, statt nur 1-mal. Also sehr cool. Es gibt einen Tunnel, durch den man durchfährt. Also du fährst über so einen Airtime-Hügel oder so, fährst über einen Hügel. Und dann gibt es die Überschläge und dann geht es in den Tunnel rein. Und der hat auch drin noch eine Kurve, das ist ganz cool. Und was uns auch sehr gut gefallen hat, war die Spinning-Gondel mal auf einem anderen Layout zu fahren. Und ich fand die Spinning-Gondel auf dem Layout viel angenehmer als auf der 8, die man sonst kennt, die halt sehr kompakt auf einem kleinen Footprint ist. Nichtsdestotrotz, sehr coole Anlage und eine coole Erweiterung fürs Ravensburger Spieleland, meiner Meinung nach. Wo es halt auch an einer richtigen Achterbahn gemangelt hat bis jetzt. Und jetzt gibt es eine und
kommt gut, wird mega gut angenommen. Gefühlt rennen mehr Leute in die Spinning-Gondel statt in die Looping-Gondel. Aber ihr traut euch das ruhig. Es sieht schlimmer aus, als es ist. Also ich bin sehr empfindlich, was so Drehungen und so alles angeht. Mir wird schnell schlecht und das wird es hier nicht, wenn man jetzt nur einmal fährt. Wenn das ist wie bei dem Aufbau, wo ich dann unendlich mal oft hintereinander gefahren bin, dann war es dann schon ziemlich uncool. Ja, ansonsten Glückwunsch aus Ravensburger Spielland. Die Anlage steht schon was länger hier. Die ist jetzt nicht ganz neu dieses Jahr. Aber ihr habt auf dem Kanal schon die zweite Anlage in Deutschland jetzt vorher hier auf dem Kanal gesehen. Das hat zeitlich halt alles anders nicht bei uns gepasst. Aber ich wollte es euch nochmal im Detail vorstellen. Ein kleines Review direkt vor Ort. Und ansonsten würde ich sagen, war es das von mir. Eure Meinung zu Mixed Coaster gerne in den Kommentaren. Ansonsten bin ich jetzt raus. Ihr seid die coolsten. Euer Broken Swipe im Videomagazin. Tschüss.